Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Es ist echt eine Weile her, dass ich das letzte Mal ein YouTube-Video hochgeladen habe, habe ich gesehen. Irgendwie 6 oder 7 Wochen inzwischen. Es tut mir mega leid. Ich hatte echt viel zu tun und dann bin ich auch noch krank geworden. Also es sind einfach irgendwie immer Sachen dazwischen gekommen. Jetzt soll es aber wieder losgehen und heute geht es um ein neues Video zum Thema Luminar 3 und da möchte ich mit dir eine komplette Bearbeitung durchführen. Also viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. StefanSchäfer90 ist mein Benutzername. Dort poste ich immer meine aktuellen Fotos. Also falls du da Interesse daran hast, dann einfach mir mal folgen. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns mal direkt starten hier mit Luminar 3. Ich weiß, dass es da immer noch so ein paar Diskussionen gibt. Einige haben nach wie vor Probleme. Skynum hat ja ein neues Update jetzt rausgebracht, was die Stabilität verbessern soll und auch die ganze Performance verbessern soll. Ich persönlich merke diese Performance-Steigerungen, aber ich weiß auch von vielen, dass das bei denen noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Das ist irgendwie kein Problem, was jetzt nur bei Mac-Usern oder nur bei Windows-Usern auftritt, sondern es scheint wirklich sehr systemabhängig zu sein von einzelnen Komponenten. Wie gesagt, bei mir funktioniert es sehr gut. Ich kann nur für mich sprechen und von daher jetzt, da diese Performance-Probleme zumindest bei mir behoben worden sind, ich hatte ja auch einige Probleme vorher, bin ich auch wieder bereit dazu, ein Video zu erstellen. Und ich dachte mir, heute möchte ich dir ein Video dazu machen, wie ich ein Foto komplett bearbeite, und zwar ein Foto aus Südfrankreich, aus Valençol. Ich war letztes Jahr dort und habe die Lavendelfelder fotografiert. Und ich dachte mir mal, das ist doch eigentlich eine coole Sache, denn ich fahre dieses Jahr auch dorthin. Gebe dort einen Workshop. Wenn du da Interesse dran hast, mit mir zusammen nach Südfrankreich zu fahren, die Lavendelfelder zu fotografieren, dann geh einfach mal auf meinen Online-Store www.stefanschäfer-store.de. Dort kannst du dich anmelden zum Workshop. So, jetzt aber wirklich, lass uns starten mit der Bildbearbeitung. Ich habe jetzt hier Luminar 3 schon mal geöffnet. Das Ganze hier habe ich als Quick Edit geöffnet, das Bild. Das heißt, über Datei hier und dann Bilder zur schnellen Bearbeitung öffnen, kannst du das Ganze, ohne dass du irgendwelche Bilder hier hinzufügen musst oder so, kannst du einfach direkt loslegen mit der Bildbearbeitung, falls du ein Bild einfach nur schnell bearbeiten möchtest. Und ich bin jetzt hier im Bearbeiten-Modul und habe jetzt hier noch gar keine Filter angewendet. Das möchte ich jetzt als erstes mal tun. Ich werde hier also meinen ersten Filter hinzufügen und das werde ich mal ganz hier oben machen. Unter Wesentliches findet man die RAW-Entwicklung. Das heißt übrigens nur dann RAW-Entwicklung, wenn es auch wirklich eine RAW-Datei ist. Falls es jetzt eine JPEG-Datei ist, die du bearbeitest, dann heißt das Ganze einfach nur noch Entwicklung. Also nur, damit du da Bescheid weißt, RAW-Entwicklung, wenn es eine RAW-Datei ist. Den Filterkatalog mache ich mal wieder zu und dann werde ich mal hier so ein paar erste Sachen einstellen. Ich habe das Bild hier zum Sonnenaufgang aufgenommen. Das wirkt relativ flau, das Bild. Das liegt an der RAW-Datei. Es ist auch ein bisschen unterbelichtet. Das sieht man hier auch am Histogramm. Also das ist sehr weit nach links geschoben hier. Deswegen werde ich als erstes mal die Belichtung etwas aufhellen hier. Ja, ich denke mal so plus 0,6 ungefähr. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier hinzu, denn es, wie gesagt, ist sehr flau, das Bild. Die Schwarztöne kann man auch so ein bisschen abdunkeln und die Weißtöne hier so ein bisschen aufhellen. Ein bisschen Klarheit gebe ich hier noch mit hinzu. Und ich glaube auch, dass ich die Farbtemperatur hier ein bisschen runtersetze. Ja, so auf 5700, 5600, sowas in der Art. Und die Färbung werde ich auch so ein bisschen in der Richtung Magenta schieben. Einfach, weil ich hier besonders den Lavendel betonen möchte von der Farbigkeit. Und ja, das Haus hier wird von der Sonne noch so ein bisschen angestrahlt, aber das muss gar nicht so sehr gelb sein. Da finde ich, ist die Farbe von dem Lavendel hier sehr viel wichtiger. So, dann haben wir jetzt hier schon mal das erste geschafft. Ich werde jetzt hier mal noch in Objektiv reingehen. Das ist ganz wichtig, dass hier die Objektivverzeichnung angewählt ist. Also die Autoberichtigung hier und die chromatischen Aberrationen sollen auch entfernt werden. Das ist hier schon angewählt automatisch. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich werde jetzt als nächstes mal hier in die Werkzeuge reingehen und das Bild noch so ein bisschen zuschneiden. Denn ich möchte diesen Horizont hier hinten gar nicht mit drauf haben, sondern ich möchte das Bild eigentlich so gestalten, dass es so aussieht, als wäre dieses Feld endlos weit. Und deswegen möchte ich diesen Horizont hier nicht mit drauf haben, sondern das soll wirklich hier hinten mit dem Feld enden. Und dann kann man sich so in seiner Fantasie vielleicht vorstellen, dass dieses Feld meilenweit noch weitergeht. Von daher machen wir das jetzt einfach mal so. Und ich probiere jetzt hier mal das Haus auch so ein bisschen weiter rechts anzuordnen. So passt es eigentlich schon ganz gut. Ich klicke mal hier auf Fertig. Ja, und jetzt sieht es hier einfach so aus, wenn man es jetzt nicht mehr weiß, ne? Dann sieht es wirklich so aus, als würde das Feld hier nach hinten noch ewig weitergehen. Und ja, das sieht doch eigentlich so ganz gut aus. So, dann werde ich den nächsten Filter anwenden und diesmal nehme ich den Accent AI Filter. Das ist ja so dieser
Filter in Luminar, für das das Programm auch so ein bisschen bekannt ist, sage ich mal. Das ist so eine Autokorrektur quasi, wo man jetzt nochmal ein bisschen gucken kann, dass man die Helligkeit, die Kontraste und die Farbigkeit so ein bisschen verändert. Habe ich zwar hier gerade eben schon so ein bisschen eingestellt, aber ich will einfach mal gucken, was passiert jetzt, was mir das Programm vorschlägt, wenn ich jetzt hier diesen Verstärkenregler noch so ein bisschen nach oben ziehe. Und ich finde, dass das hier auch ein echt cooles Ergebnis liefert. Ich denke mal, ich lasse das hier mal so bei ungefähr 45 stehen und es gefällt mir so schon richtig gut. Jetzt mir mal so ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, das Bild. So sieht es jetzt aus, nach ein paar Minuten schon. Ja. Und dann fügen wir hier gleich den nächsten Filter hinzu. Ich werde jetzt hier mal Sättigung, Dynamik noch mit reinpacken. Ein bisschen mehr Sättigung reinziehen, also ein ganz bisschen, ja, so plus 6 ungefähr. Einfach damit wir hier dann den Lavendel noch ein bisschen mehr betonen, also dass das einfach noch ein bisschen mehr Pop bekommt, das ganze Bild. Das sieht so schon ganz gut aus, denke ich mal. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen weiter nach unten in dem Filterkatalog. Als nächstes nehme ich jetzt hier mal die goldene Stunde. Denn im Endeffekt haben wir in der goldenen Stunde fotografiert. Also ich war zum Sonnenaufgang da, es war im Prinzip goldene Stunde. Ja, und deswegen kriegt das ganze Bild jetzt hier auch noch so diesen goldenen Stunden-Look. Man muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Du siehst jetzt, wenn ich diesen Stärkeregler hier voll aufdrehe, dann wird das ganze Bild sehr gesättigt. Das will ich so ein bisschen verhindern. Ja, also ich werde jetzt hier mal das Ganze so mit ungefähr 15 anwenden von der Stärke und auch die Sättigung dann so ein kleines Stück wieder rausnehmen. Sonst wird das Ganze doch ein bisschen zu übertrieben am Ende. Okay, nächster Filter. Diesmal das Bildleuchten. Ja, das ganze Bild soll so ein bisschen leuchten. Auch hier, wenn ich wieder den Stärkeregler sehr doll einstelle, dann siehst du, dass das ganze Bild auch sehr weich gezeichnet wird. Es wird auch ein bisschen dunkler. Also auch hier wieder den Filter ein bisschen, ja, sachter anwenden, sage ich mal. Ein kleines bisschen Helligkeit kann man hier noch mit dazugeben. Von der Farbtemperatur hier vielleicht noch ein bisschen ins Negative gehen, also so ein bisschen mehr Richtung Blau und die Sättigung auch nochmal ein Stück raus. Auch den Orten-Effekt kann man hier so ein ganz bisschen anwenden. Ich bleibe jetzt hier mal beim Typ 1 und werde jetzt hier mal die Stärke, ja, auch hier sieht man wieder, was passiert. Also auch hier wird das Bild wieder sehr weich gezeichnet. Ich werde das Ganze jetzt hier mal wieder so ein bisschen anwenden. Also auch mal so plus 20 ungefähr maximal. Ja, und dann kann ich das Ganze hier auch so ein bisschen maskieren, indem ich jetzt hier mal sage, ich möchte das Ganze mit einem Verlauf aufziehen. Und dann mit gedrückter Maustaste ziehe ich mir jetzt hier mal so einen Verlauf auf. Und das Ganze soll hier auch nur so ein bisschen im Vordergrund vorhanden sein. Also da, wo das Bild eh so ein bisschen unschärfer ist, da möchte ich diesen Orten-Effekt eigentlich nur drin haben. Du siehst jetzt hier, was passiert, jetzt hier im Vordergrund. Vor allem wird das dann angewendet. Jetzt kann ich das Ganze auch nochmal so ein bisschen stärker machen, also plus 25 ungefähr. Und dann haben wir diesen Orten-Effekt hier im Vordergrund und im Hintergrund eigentlich da nicht mehr. Denn da ist das Bild ja komplett scharf und da brauche ich das Ganze nicht so verträumt. Perfekt, dann klicke ich jetzt hier noch einmal drauf, dann sind wir aus diesem Maskierungsmodus auch wieder raus. Und was ich jetzt noch mache, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ich werde jetzt hier trotzdem mit Sonnenstrahlen arbeiten. Und ja, dieser Filter sieht immer erstmal ein bisschen komisch aus, wenn man ihn als erstes hier anwendet. Aber ich werde jetzt hier mal das Sonnenzentrum außerhalb des Bildes platzieren. Und es ist ja so, dass die Sonne auch von der Seite hier, von der linken Seite kommt. Denn das Haus wird ja hier auch von der linken Seite angestrahlt. Das bedeutet, die Sonne stand hier irgendwo. Ja, ich werde jetzt hier mal gucken, wie wir das Ganze gestalten. Und der ganze Effekt ist natürlich im Moment noch viel zu stark. Ja, also das kann man klar jetzt schon sehen. Ich werde jetzt als erstes hier mal die Farbtemperatur noch so ein bisschen anpassen. Also die Sonne muss hier so ein bisschen wärmer gestaltet werden. Auch hier passen wir das Ganze von der Sonne noch ein bisschen an. Die sieht man jetzt gar nicht, die Sonne, von daher ist es gar nicht so wichtig. Und jetzt werde ich die Stärke von den Sonnenstrahlen hier so ein bisschen runtersetzen. Ja, also die sollten wirklich nur so ganz minimal hier drin sein. So ein bisschen, so Stärke 10 ungefähr. Ja, das reicht schon vollkommen aus. Das ist wahrscheinlich immer noch relativ stark. Ja, Vorher-Nachher-Effekt. Man sieht es immer noch so ein bisschen. Vielleicht platziere ich die nochmal so ein bisschen anders hier. Ja, mal gucken. So ungefähr, ja. Sonnenzentrum wieder platzieren, mache ich wieder aus und die Stärke stelle ich mal auf 8 noch runter. Aber dann hat man es so ein ganz bisschen drin und das finde ich eigentlich ganz cool. So, ein oder zwei Filter nehmen wir noch, und zwar den erweiterten Kontrast. Den finde ich besonders schön, denn dieser erweiterte Kontrast, das ist ein Filter, damit kann man sehr schön, wie der Name schon sagt, den Kontrast kontrollieren, aber eben in den Lichtern, in den Mitteltönen und in den Schatten einzeln.
Und das zeige ich dir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt hier die Stärke von den Lichtern hochdrehe, dann siehst du schon, dass hier die Lichter auch beeinflusst werden. Die werden auch so ein bisschen mehr gesättigt dadurch. Das möchte ich eigentlich verhindern. Ich kann jetzt hier mit der Balance noch einstellen, in welche Richtung das gehen soll. Ich werde jetzt hier eher mal so ein bisschen ins Negative gehen mit der Balance. Genauso bei den Mitteltönen. Auch hier die Mitteltöne von der Stärke erstmal hochdrehen und dann die Balance einstellen. Ja, eher auch hier wieder ins Negative und dann die Schatten noch so ein bisschen. Und da werde ich die Balance eher so ein bisschen ins Positive ziehen, damit wir hier die Schatten ein bisschen dunkler noch bekommen. Sehr schön. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen nach oben gehen, denn ich finde jetzt inzwischen ist hier tatsächlich die Sättigung doch ein bisschen zu krass. Deswegen werde ich jetzt die Sättigung hier mal ein bisschen wieder runternehmen, beziehungsweise schon ein bisschen ins Negative stellen. Ich denke, so sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Okay, einen Filter fügen wir noch hinzu und das ist hier Abwedeln und Nachbelichten. Damit kann ich jetzt hier quasi so ein bisschen mit Licht malen und das ist echt cool. Du musst jetzt hier im Endeffekt einfach nur mal mit dem Zeichnen beginnen klicken und jetzt habe ich hier einen Pinsel. Ich kann jetzt hier oben aufhellen oder abdunkeln oder radieren. Ja, also damit kann ich den Effekt dann komplett wieder rausnehmen. Ich werde jetzt als erstes mal hier ein bisschen aufhellen. Jetzt kann ich hier die Größe meines Pinsels einstellen und die Stärke. Die Stärke stelle ich mal jetzt hier, ich würde dir mal empfehlen, nicht mehr als 10% zu machen. Und jetzt möchte ich im Endeffekt hier noch so ein bisschen die Stellen im Bild noch so ein bisschen aufhellen, die eh schon ein bisschen heller sind. Das heißt hier quasi auf dem Lavendel oben drauf, da wo das Licht der Sonne drauf fällt, das Ganze möchte ich jetzt hier noch so ein bisschen verstärken und so ein bisschen betonen noch. Ja, also überall hier, wo die Sonne drauf gefallen ist, da ziehen wir das Ganze so ein bisschen rein hier, auch hier auf der Seite und du siehst, wie das Ganze einfach noch so ein bisschen mehr Kontrast bekommt, wie wir das Ganze noch so ein bisschen mehr betonen können hier, was mir richtig gut gefällt. Ja, also, ich zeige dir mal ganz kurz, vorher, nachher, vorher, nachher. Sieht richtig gut aus und das gleiche können wir jetzt theoretisch auch nochmal mit dem Abdunkeln-Werkzeug machen. Hier habe ich die Stärke mal auf 8 gestellt und jetzt könnte ich theoretisch zum Beispiel hier, wenn mir das Haus auf der Seite hier so ein bisschen zu hell ist, könnte ich hier das Haus erstmal ein bisschen dunkler machen und ich könnte genauso gut auch zwischen die Lavendel hier nochmal gehen und da, wo es eh so ein bisschen dunkler ist, da auch nochmal reinmalen und das Ganze ein bisschen dunkler machen. Ja, einfach hier, damit baue ich im Prinzip auch nochmal so ein bisschen Kontrast auf. Perfekt. Jetzt werde ich als nächstes hier nochmal mir die Vignette suchen, die Vignettierung und hier noch so eine kleine Vignette ins Bild malen bzw. reinzaubern, indem ich jetzt hier die Stärke mal so auf minus 35 ungefähr stelle. Damit dunkle ich das Bild an den Seiten noch so ein bisschen ab. Und als allerletzten Filter HSL. Und mit HSL kann ich nochmal so ein bisschen die Farben kontrollieren. Ich gehe jetzt hier als erstes mal in den Farbton rein und werde jetzt hier mal das Magenta noch so ein bisschen weiter Richtung Lila schieben und das Lila auch noch so ein bisschen weiter Richtung Blau. Und damit verändere ich jetzt hier quasi die Farbe von dem Lavendel nochmal so ein bisschen, was mir richtig gut gefällt. Ja, das ist jetzt erstmal soweit, wie ich das Bild bearbeiten würde. Wir gucken jetzt hier nochmal, da sind wir hergekommen. Das war das Vorherbild, das Ausgangsmaterial. Und das haben wir jetzt im Endeffekt draus gemacht. Also, sehr, sehr schön, wie ich finde. Ich denke mal, dass ich hier mal die Lichter noch so ein bisschen runterziehe, ein bisschen runterregle. Einfach damit wir hier die Hauswand noch so ein bisschen dunkler bekommen. Aber das ist jetzt hier das Vorher, das ist das Nachher. Wie gesagt, sehr, sehr schön, wie ich finde, haben wir eine ganze Menge rausholen können aus dem Bild. Also in Lumina ist einiges möglich und das wollte ich dir jetzt hier einfach in diesem Video mal zeigen, was einfach alles machbar ist in Lumina. Wenn du Bock hast, wie gesagt, Lavendelfelder fotografieren diesen Sommer, ja, melde dich an. Ich würde mich sehr freuen, einige von euch da kennenzulernen auf diesem Workshop und wir haben da ein paar schöne Tage in Südfrankreich und können wirklich richtig viel fotografieren. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Ich habe jetzt lange keine Videos mehr gemacht, deswegen einfach mal unten in die Kommentare posten, was du auch gerne sehen möchtest als nächstes so an Videos. Da bin ich natürlich auch auf eure Vorschläge gespannt und vielleicht kann ich mich da auch so ein bisschen inspirieren lassen, was als nächstes so kommt. Ich bin nächsten Monat zum Beispiel auf den Färöer Inseln, werde dort fotografieren und hatte mir überlegt, auch mal da so ein paar kleine Vlogs zu machen. Das heißt, du kannst mir auch mal so ein bisschen über die Schulter schauen beim Fotografieren. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Also auch das kannst du mir unten in die Kommentare schreiben, ob du da Bock drauf hast, dass ich da mal ein bisschen mitfilme und dir auch mal ein paar Videos zeige, wo ich nicht hinterm Schreibtisch sitze, sondern direkt unterwegs bin und in Action bin. Wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut! Und bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!